Herzlich willkommen zurück zu New Super Mario Bros. 2. Wir machen heute Goldpilz-Saison. Und ja, das, was ihr im letzten Part gesehen habt, nämlich den Nervenkitzel-DLC, den habe ich erst ein bisschen später gemacht. Das werdet ihr auch an den Münzen merken. De facto habe ich es also noch nicht geschafft, weil ich noch dabei bin, das Level ein bisschen zu üben, bevor ich das aufnehme. Von daher mache ich aber den tatsächlich schon mal, der von der Schwierigkeit her deutlich angenehmer ist und tatsächlich etwas ist, wo ich mich einigermaßen gerne aufhalte im Vergleich zu Nervenkitzel. Also von daher passt das hoffentlich einigermaßen, weil ihr seht, hier hat man eine schöne Graslandschaft und fliegende Blöcke und freundliche Lianen, die umherschwingen und einen mitnehmen wollen, ohne einen gleich dabei umzubringen. Und Goldpilze, die man einsammeln kann. Es ist ein wundervoller Ort. So viele Goldpilze. Ob ich mein Ziel diesmal erreiche, liegt in den Sternen. Mal schauen. Mal schauen, sage ich dazu nur. Auf jeden Fall schaue ich jetzt erstmal, dass ich so viel wie nur irgendwie geht einsammeln kann. Und keine Sorge. Keine Sorge. Ich bin hier im Prinzip die ganze Zeit in einem etwas anderen Bereich gewesen. Was aber ziemlich cool ist, dass man hier im Prinzip entweder im Himmel sein kann oder hier ganz weit unten. Und ja, hier ist der geheime Ausgang. Der geheime Ausgang besteht daraus, dass man sich fallen lässt. Habt ihr schon mal Dungeons & Dragons gespielt, wo sich der Dungeon Master dachte, hey, es wäre voll lustig, wenn man einen geheimen Eingang oder einen geheimen Dungeon freischaltet, dann dadurch aktiviert wird, dass man stirbt. Ja, so fühle ich mich hier gerade. Aber gut, zweiter Level. Und ja, das war ein bisschen wenig an dieser Stelle. Deswegen beende ich jetzt und wir machen das Level jetzt richtig. Ich wollte euch einfach mal den geheimen Ausgang zeigen, soweit an der Stelle. Aber natürlich bin ich hier meilenweit davon entfernt, eine passable Münzanzahl zu haben. Ich bin meilenweit entfernt, euch das Level hier auf gescheite Art und Weise gezeigt zu haben. Und ich bin meilenweit davon entfernt, euch auch nur eine einzige Sternmünze gezeigt zu haben. Von daher, und ja, ich möchte nichts davon hören, dass ich in Nervenkitzel euch die letzten nicht gezeigt habe. Ich möchte nichts davon hören, weil das mache ich nicht. Oh, verdammt. Jetzt habe ich mir gerade 100 Münzen grandios durch die Lappen gehen lassen. So, du komm wenigstens noch her. Goldblume hebe ich mir auch dieses Mal auf, wenn es passt. Hier nützt mir der Waschbär aber deutlich mehr. Ich habe aber gemeint, der Waschbär ist nicht unbedingt so nützlich in diesen DLC-Packungen, weil er ihn eben langsamer macht. Und es geht ja nicht nur um Münzen, sondern auch um Sprint. Von daher sollte man den Sprint-Aspekt nicht außen vor lassen. Aber hier ist er ganz gut, weil wenn er eben so strampelt, kann man dann noch ein paar zusätzliche Münzen einsammeln. Und gerade auf dem Wiggler finde ich es ansonsten relativ schwierig, sich zu kontrollieren. Weil ich meine, natürlich, wenn er dann einem hilft, tatsächlich Münzen zu bekommen, die man davor nicht bekommen konnte, dann hat der Waschbär seine Nutzung absolut erfüllt. So, fliege ich mal hier. Nein, nein, nein. So wollte ich das nicht. Probier's vielleicht gleich nochmal auf eine andere Art und Weise. Genau, hol mal den Goldblock hier. Hol mal das da. Und jetzt. Wobei. Ich glaube, ich sammle jetzt einfach mal die Sachen hier. Und dann rennen wir. Ich brauche hier echt mehr Anlauf. Also diese Goldpilze sollte man schon mitnehmen, weil ich meine 100 Münzen, das ist schon eine Marke. Darauf zu verzichten ist eigentlich tödlich, allerdings allzu viel Zeit zu verschwenden auch. Von daher, ich hoffe, ich habe es nicht zu viel vergeudet. Jetzt wollte ich gerade sagen, wenn ich das jetzt aber nicht mal bekomme, dann wäre das mal so der Super-GAU für mich. So, genau hier wollte ich hin. Komm her, Block. Okay, und los geht's. Okay, Fragezeichen-Schalter, den wir aktivieren. Und schaut mal, was da oben runtergeflogen kommt. Und nein, 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 ich habe schon ein paar verpasst. Gut, ich habe auch nicht, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich alle bekomme, aber zumindest ein paar. Ja, geht hier definitiv hin. Es ist nützlich. Ihr habt gesehen, ich habe da mindestens, also ein paar Hunderte habe ich auf jeden Fall bekommen.
lohnt sich hier, die Sachen einzusammeln. Und Zeit kann man dann hier auch wiederholen. Okay, gut. Ansonsten allgemein der Tipp für dieses Level, möglichst viele Fragezeichen Blöcke aktivieren. Und, wow, das Level geht schon ziemlich lange. Oder kommt mir das so vor? Ich meine, klar, ich habe es einmal zwischendrin unterbrochen. Aber wenn ihr euch mal anschaut, ich bin immer noch nah dran an der Halbzeit. Und klar, ich habe einiges an Zeit eingesammelt. Aber erst eine Sternmünze. Zeitlich noch, gut, es wird ein bisschen knapp, will ich sagen, aber ich bin wirklich nicht so weit fortgeschritten, wie ich eigentlich hätte sein können. So, und Sternmünze Nummer 2 befindet sich hier. Komm gleich mal hier, letzter Block. Will ich gleich die Zeit einsammeln? Achso, das ist nur ein Waschbär. Ja, dich brauche ich nicht, Freundchen. Okay, das war jetzt irgendwie enttäuschend. Egal, ich glaube, ich sollte jetzt mal ein bisschen den Zahn zulegen, weil viele Münzen sind zwar gut, aber bringt mir nichts, wenn ich dabei sterbe. Also, 1785 lässt sich theoretisch vielleicht mitarbeiten. Zumindest haben wir es verdoppeln lassen können. Das ist ein durchaus elementarer Vorteil hier. Allerdings, ob es für unser Ziel reicht, ist dann wieder die andere Frage. Ich meine, 30.000 Münzen, da müsste schon wirklich viel passieren. Also bei 10.000 Münzen, ja, die Chance wäre durchaus gegeben. Aber ich meine, ich hatte beim ersten DLC hatte ich deutlich mehr Münzen, als ich, im nachmessen Level hier bis jetzt. Allerdings, hier gibt es im zweiten Level dafür mehr Münzen zum Einsammeln. Also, ja, ich weiß nicht. Warten wir vielleicht mal ab. Und schauen, wie sich das entwickelt. So, Sternmünze Nummer 1 findet sich hier. Hat natürlich Erinnerung an das Eislevel, welches wir angegangen sind. Genau so. Quatsch, die Eiswelt meine ich, nicht das Eislevel an sich. Also vor allem eben. Gehst du vielleicht weg? Danke. Also vor allem natürlich 4-1, wenn ihr euch daran erinnert. Also, da hatten wir auch Methoden, die in eine sehr, sehr ähnliche Richtung gingen. So, jetzt habe ich das nochmal aktiviert. Das war jetzt ehrlich gesagt ungeplant. Also eigentlich wollte ich diese Goldblume aufheben für das letzte Level. Aber jetzt muss ich das aktivieren, weil es lohnt sich hier einfach viel, viel mehr. Weil es hier viel mehr Möglichkeit gibt. Also es gibt hier mehr Blöcke, mehr Gegner, bei denen ich das irgendwie zu was Verwertbarem verarbeiten konnte. Deswegen musste ich hier das einfach mal irgendwie umplanen. Vielleicht habe ich ja Glück und ich finde hier noch irgendwo eine Goldblume, vielleicht. Ich meine, bisher hat es irgendwie geklappt. Wobei, bisher wusste ich auch, dass da irgendwo einer wartet. Hier habe ich keine Ahnung. Nein! Goomba curse you! Ich hatte noch eine Blume! Okay, und genau hier hätte ich diese Blume gebraucht. Jetzt hätte ich nämlich alles zu schöne Münzen verwandeln können. Und es wäre awesome gewesen und cool und... Goomba! Goomba! Okay, sorry für den Ausraster, aber... Goomba! Okay, ich bin wieder ganz ruhig. Ich bin in meiner Mitte. Naja, okay. Gut. Immerhin habe ich alle 3 Sternmünzen gefunden. Das heißt, das ist schon mal ein Teilerfolg hier in diesem Level. Allerdings ist mir ehrlich gesagt ein bisschen schleierhaft, wie man hier 30.000 Münzen schaffen soll. Ich meine, what the fuck? Ja, ich habe hier jetzt ein bisschen was verpasst. Mit ganz, ganz viel Wohlwollen hätte ich hier am Ende mit 5.000 reingekonnt. Wenn ich den Goldpilz behalten hätte und wirklich alles nochmal untersucht hätte. Aber wie zum Teufel ich zu diesem Zeitpunkt 15.000 hätte haben sollen... Die ich ja dann verdoppeln lassen muss, wenn ich die 30.000 möchte. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ja, hier gibt es nochmal einiges, aber längst nicht genug, wie ich brauchen würde. Das heißt, ich werde wahrscheinlich am Ende irgendeine
Potenzial haben zwischen 15.000 und 20.000, vorausgesetzt, ich treffe die oberste Fahnenstange. Beziehungsweise, wenn, dann habe ich auf jeden Fall schon mal 18.000. okay, aber es wird auf jeden Fall, keine 30.000, weil ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Was ich aber sagen muss, ist, dass dieses Level absolut episch ist. Das erinnert vom Design her sehr an Yoshi's Island, an die Untergrundlevel. Und wenn etwas vom Design her an die Untergrundlevel von Yoshi's Island erinnert, ist das sehr gut, weil Yoshi's Island wirklich eine ganz einzigartige Spielerfahrung geboten hat. Untergrundlevel und jetzt nicht nur das Theme, der natürlich sehr gut war, aber auch so hatten die, waren die wirklich vom Spielgefühl etwas, was man so aus der Super Mario Bros. Serie eben so gut wie gar nicht kennt. So, geh du mal weg, weil nämlich genau, ich möchte, nein, bleib hier, okay, gut. Kann ich die Münzen gleich mal mit einsammeln. Hier muss ich jetzt natürlich ein bisschen kleinschrittiger vorgehen, wie ihr merkt. Deswegen braucht das hier auch alles ein bisschen länger. Wow. Aber es liegt natürlich auch ein ganz anderer Fokus hier drauf, als jetzt auf Nervenkitzel. So, genau. Warten wir mal kurz. Die gehen natürlich nach oben, solange ich mich auf sie befinde. Man hatte dieses... Ah, verdammt. Man hatte dieses Prinzip ja bereits... Sag mal. Wollt doch nur zu der Röhre. Komm mal her. Okay, egal. Ich krieg das hin, das wollte ich sagen. Jetzt kriege ich die nicht, bevor ich da hingehe, aber gut. Sammel du mal ein paar Münzen ein, lieber goldener Koopa-Panzer. Und ich schau, was ich hier machen kann. So, ich habe noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wie gesagt, im Notfall zu viel mitnehmen. Wie geht, da habe ich immerhin schon mal 10.000. Mit denen kann ich dann immerhin vielleicht 20.000 schaffen. Dann wäre ich immerhin einfach nur... Hätte ich immerhin zwei Drittel von dem, was die von mir wollen. Wie gesagt, wo ich nicht mal ansatzweise eine Ahnung habe, wie das überhaupt möglich sein soll, wenn ich ehrlich bin. Also, wenn jemand von euch weiß, wie das möglich ist, könnt ihr es mir gerne mitteilen. Und nein, ihr müsst mir kein YouTube-Video schicken, wie das jemand macht, der es mit seiner 3DS-Cam abfilmt, sondern einfach sagen, hier, da hättest du Folgendes machen können und es wäre awesome gewesen und es am Ende mega viele Münzen gehabt. Also, ja. Wenn ihr was wisst, nicht wenn es jemand anderes weiß, dass man die damit sagen, okay, das waren immerhin einige. Würde ich mal ansatzweise ausreichen, um das zu begleichen, aber okay, so. Hier allerdings noch. Einfach zu übersehen, aber die letzte Sternmütze befindet sich hier. Dann konnte ich euch immer in diesem DLC alle zeigen, was ja eigentlich auch mein Ziel ist. Ja doch, es ist mein Ziel und... Das schaffen wir bestimmt immer, also. Ja, läuft schon. Okay, gut, dann werde ich mich jetzt zum Ende dieses Levels begeben. Und ich habe das Ziel meilenweit verpasst. Aber war... Hä? Wo kommt das jetzt her? Okay, ich glaube nicht, dass ich so die Fahnenspitze treffe, oder? Doch? Nee? Ja, eben! Dachte mir doch, dass ich da mit dem Doppelsprung, aber das geht ja nicht, weil das so niedrig ist, hä? Okay, ich hab nicht mehr 20.000, ich hab 10.000! Naja, ich habe auch ungefähr so viele Social-Media-Kanäle, folgt mir da auf Twitter und Facebook, das sind ungefähr so 10.000 und Discord habe ich und AskFM und wenn ihr ein bisschen was übrig habt und schlüssig auf Patreon, würde mich riesig freuen, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, das nächste Mal geht es mit Paket 5, Münzparcours B weiter, bis dann.